Wer am besten malt, gewinnt. Wir alle kennen diese Challenge. Ist auch klar, denn sie ist nicht nur spannend, sondern macht auch noch total viel Spaß. Da wären wir wieder. Hier kommt die Multi-Dude-Challenge. Oh, was für ein leckeres Macaron. Ich weiß gar nicht, was besser schmecken könnte. Macht euch keine Sorgen. Gefällt euch das mehr? Eine riesige Torte. Um einiges besser. Ich spüre schon, wie gut die riecht. Und die sieht appetitlich aus. Ihr habt genau eine Minute, um diese Torte zu malen. Wer das schönste Bild malt, gewinnt die Torte. Das werde sicher ich sein. Ich brauche eben spezielle Farben. Es kann losgehen. Mann, jetzt hat sie eine Chance. Das gefällt mir gar nicht. Was? Wieso könnt ihr alle hier so gut malen? Aber ich habe auch einen Plan. Emma, schau mich an. Was ist das für ein Ungeheuer? Oh mein Gott. Na also. Jetzt gehört die Torte bei mir. Meine Damen, die Zeit ist um. Zeigt mal her. Meins ist sicher am schönsten. So, so. Tatsächlich recht originell. Ein Meisterwerk. Eindeutig, Monika hat diesen Wettkampf gewonnen. Hab ich's doch gewusst. Ja, und? Dafür kann ich meine Farben essen. Was war mit mir? Was? Monika ist eine Diebin. Okay, ich habe eine Idee. Deine Torte landet dann direkt in deinem Gesicht. Armer Sack, aber ich musste mich rächen. Monika, du hast richtig Glück gehabt. Oh nein, was ist los? Ich falle. Oh nein. Wie konnte das nur passieren? Dann iss doch vom Boden. Beim nächsten Mal stiehlst du mir keine Bilder mehr. Das ist wohl unfair. Oh, ein Lutscher. Die Torte ist auch in Ordnung. Aber ich habe gewonnen. Was gibt's wohl diesmal? Mal sehen. Wo ist es? Ah, schaut mal her, wie das glänzt. Dieser Stein sollte euch gefallen. Oh, gar nicht schlecht. Kann ich ihn bitte haben? Oh, ist der groß. Oh ja, und wenn ihr wissen würdet, wie viel er kostet. Also gebt euch Mühe, die Zeit läuft. Ich könnte meinen Stein gebrauchen. Er ist übrigens nicht billig. Jetzt kann ich sicher gewinnen. Oh, was für ein toller Stein. Wenn vor allem Zack ihn mir schenken könnte. Für Zack tue ich alles. Oh, die macht das ja wirklich gut. Ich muss was unternehmen. Sorry, Mädels, aber der Ring ist es wert. Oh, was ist los? Wo kommt das Licht her? Ich sehe nichts. Wieso ist es so dunkel? Okay, das ist meine Chance. Der Stein gehört so gut wie mir. Die Zeit ist um. Zeigt eure Bilder her. Na, endlich kann ich wieder sehen. Natürlich sind wir fertig. Susie, das ist fürchterlich. No. Ich hatte es auf dieses billige Ding eh nicht abgesehen. Monika, naja. Danke, Liebling. Emma, das ist recht gut. Wunderbar. Freut mich. Jetzt muss ich mich entscheiden. Monikas Bild finde ich besser. Monika hat gewonnen. Hurra, ich hab's gewusst. Danke, Liebling. Danke dir. Wie unfair. Wow. Hier ist doch was faul. Oh, der Ring passt mir perfekt. Sag, ich komme schon. Was? Wohin? Lass mich in Ruhe, Monika. Wo willst du denn hin?
Ach, die ist ja gruselig und seltsam. Diesmal gibt's dieses Schokoei hier. Und da verbirgt sich eine Überraschung drin. Wow. Oh, wie lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ihr seid bereit? Dann fangt an. Los geht's. Hurra. Zeit für meine Geheimwaffe. Mit den Händen male ich noch immer am besten. Und ich im Gegensatz finde ja, je mehr Pinsel, desto besser. Ich male wie Wolverine. Gib mir das Ei. Danke. Genau rechtzeitig. Dank dir wird mein Bild perfekt sein. Ich muss es nur schnell umranden. Tada! Boah, was ist passiert? Was erlaubt die sich? Mein Bild! Es ist endgültig ruiniert. Na warte, Susie. Die Zeit ist um. Zeigt eure Bilder. Susie, dein Bild ist recht anständig. Ich weiß. Monika, was hast du denn da? Sieht ganz schön schlimm aus. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Emma, mit was hast du denn gemalt? Das war ich nicht. Ich kann nichts dafür. Wie auch immer, Susie gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin bereit. Das wird sicher lecker. Oh je. Monika, nimm du das? Gerne. Oh nein, Emma, nimm du? Gerne doch. Oh nein. Was soll das denn? Ist das eine Überraschung? Oh Gott. Wo ist unser Preis? Ich komme schon. Macht euch bereit. Hier bin ich. Euer Preis ist ein Astronautenhelm. Glaub mir, der ist mega cool. Tatsächlich? Damit könnten wir ins All fliegen. Und uns die Sterne ansehen. Die Zeit läuft ab jetzt. Ja. Los geht's. Pinsel? Nein. Ich nehme mir eine Feder. Die wird mein Bild edler machen. Ich würde mit Zack selbst ins All fliegen. Oh, ist das schön hier? So romantisch. Was soll das? Ich muss wohl geträumt haben. Schon wieder. Wo kommen die Geräusche her? Oh no! Ich wusste doch, dass sie kommen würden. Entdeckung. Ich habe keine Lust mehr, ins All zu fliegen. Die Zeit ist um. Zeigt eure Bilder. Susie, bravo. Das ist einfach nur genial. Monika, was hast du? Du schon wieder. Aber ich liebe dich. Alles klar. Emma, was hast du? Was soll der Fleck? Das war aus Versehen. Also gewinnt Susie. Applaus. Ich wusste doch, dass ich gewinnen kann. Gib mir den Helm. Na, gerne doch. Na dann, guten Flug. Hoffentlich wird die nicht von Aliens überfallen. What? Help! Ist ja schön. Ich liebe Blau. Und ich krieg eine blaue Torte. Ist ja cool. Ich mag rosa am meisten und meine Torte ist rosa mit Erdbeeren. Wow, wie cool. So schön bunt. Wieso kriege ich was Schwarzes? Hoffentlich schmeckt das. Das wirst du ein bisschen später erfahren. Okay. Aber ich fange erstmal an. Meine Torte ist mit Glotzern dekoriert. Die sind voll witzig. Außerdem schmecken die gut. Solange du beschäftigt bist, nehmen wir uns ein paar davon. Hey, hey, Finger weg. Das ist meine Torte. Und meine Glotzer. Wagt es ja nicht. Ist ja gut, schrei nicht so. Was erlaubt ihr euch? Das sind meine Leckereien.
Die verschwinden ja voll schnell. Was für eine Geschwindigkeit. Das schmeckt einfach herrlich. Ihr werdet aber nie erfahren, wie lecker das war. Okay, hier kommt das letzte Stück. Ich liebe es. Wie schaffst du das so schnell? Schaut mal, als hätte ich ein drittes Auge. Wow, sieht ja wie echt aus. Okay, damit bin ich fertig. Jetzt kommt die Creme. Oh, ist das toll. Ich weiß auch schon, wie ich das schnell schaffe. Schaut her. Oh, da wird mir ja schwindelig von. Mir auch. Okay, die Creme habe ich fertig. Schau dir das an. Das war lecker genug. Den Rest schmeiße ich weg. Okay, wenn du fertig bist, komme ich jetzt dran. Hoffentlich schmeckt das. Auch trotz der Farbe. Da wäre ich mir nicht so sicher. Nein, nein, ich sag's dir, die Torte schmeckt super. Und wieso isst du dann den schwarzen Brokkoli nicht? Na, weil ich Brokkoli hasse. Aber die Torte an sich ist okay. Ach, was du nicht sagst. Den Regeln nach musst du aber alles essen. Jetzt hab dich doch nicht so. Das war lecker. No. Ich hab nicht vor, den Brokkoli zu essen. Na gut. Dann gehen wir die Sache ein bisschen anders an. What? Schau mal, was ich habe. Mach den Mund auf. Ich helfe dir. Ich will nicht. Na komm schon, für die Mama. Das ist voll eklig. Na komm schon, noch für den Papa. Nein, das reicht. Ich halte das nicht mehr länger aus. Ich hasse Brokkoli. Hast du gut gemacht. Jetzt bin ich dran. Ich habe da eine coole Idee. Ich werde mich für meinen Brokkoli rächen. Wieso stinkt denn deine Torte so sehr? Das ist doch nicht möglich. Die kann nicht stinken. Was hast du angerichtet? Wieso? Hoho, jetzt ist dein Gesicht voller Erdbeeren. Und voller Creme. Ja und? Das schmeckt voll toll. Jetzt bin ich genauso süß wie meine Torte. Können wir auch einmal in deine Torte abtauchen? Nein, die gehört nämlich mir. Oh Mann, wir werden wohl abwarten müssen. Sieht so aus. Och, Menno. Oh, was für ein cooles Ding. Wenn ich nur wüsste, wie das funktioniert. Hier ist alles klar. Ich habe einen Kaugummiautomaten. Da freue ich mich. Ich habe auch einen Kaugummiautomat. Aber meiner ist viel größer. Unglaublich. Okay, solange du beschäftigt bist, versuche ich, mir einen Kaugummi rauszufischen. Es hat geklappt. Beim ersten Mal kriege ich schon einen Jackpot. Wenn das nicht cool ist. Aber wieso kriege ich nur einen Kaugummi? Ich will mehr. Lecker, Schmecker. Ich werde wohl mehr solcher Jackpots gebrauchen. Hey, was für ein blöder Automat. Wieso will das Ding nicht? Was soll ich tun? Ich habe da eine Idee. Ich brauche einen Hammer. Soll das etwa ein Hammer sein? Sieht wie ein Zahnstocher aus. Na, lacht ihr immer noch? Was sagt ihr dazu? Jetzt pass mal auf. Gib mir deine Kaugummis. Ist alles in Ordnung? Leben noch alle? Das ist voll toll. Jetzt kann ich meine Kaugummis genießen. Die schmecken so gut. Schaut mal, die sind mega elastisch. Du,
meine Güte. Susies Kaugummis sehen wirklich toll aus. Jetzt will ich aber auch welche. Wenn ich nur wüsste, wie das geht. Das ist irgendwie viel zu kompliziert. Ich schaff das nicht. Du kannst ja gar nichts. Das muss man langsam und vorsichtig tun. Wieso so schnell? Ich zeig's dir. Vorsicht. So in etwa. Der Kaugummi gehört in das Loch hier. Das war's auch schon. Ah, du brauchst mir nicht zu danken. Aber du könntest mir schon ein paar dieser Kaugummis geben. Ach, das kannst du vergessen. Die gehören mir. Gib her. Wow. Das machst du ja richtig toll. Und du musst es ja nicht einmal den Automaten bewältigen. Zack hat alles für dich gemacht. So bedankst du dich also bei mir? Na gut. Ich habe selber noch eine ganze Portion. Ich muss bloß eine Münze in meinen Automaten einwerfen. Gleich habe ich meine Kaugummis. Das ist ja toll. Ich habe gleich so viele bekommen. Da sind noch so viele übrig. Das war lecker. Mädels, ich glaube, jetzt wird es Zeit für eine Kaugummiblase. Ich werde die größte Kaugummiblase überhaupt machen. Du meine Güte, ich glaube, die ist viel zu groß. Schaut her, er hebt ab. Halt ihn fest. Wo willst du hin? Hilfe! Oh je. Hilfe! Das war ja lustig. Ich glaube, er kommt zurück. Der Flug war ganz in Ordnung. Wie siehst du denn aus? Deine Hose ist dort hinten. Eine Stecknadel? Was sollen wir damit? Keine Ahnung. Oh, schaut mal. Ich glaube, uns erwartet was Leckeres in diesen Ballons hier. Ich probiere es als Erste. Okay, here we go. Es geht los. Unglaublich. Das ist ja besser, als ich erwartet habe. Das sind Skittles. Cool, so viele. Einfach mega lecker. Ich will alle Bonbons auf einmal. Wie lecker. Super. Zack, jetzt bist du dran. Dieser Aufschrift nach erwartet mich ein Schokosirup. Der schmeckt am besten mit Waffeln. Also habe ich schon eine Waffel parat. Oh nein, wieso musste alles auf mir landen? Du hättest deine Waffel etwas mehr links halten sollen. Haha. Aber wisst ihr, was cool ist? Mein Schokoschnurrbart. Oh Mann, du siehst so kindlich aus. Oder vielleicht wie ein Kätzchen. Das ist gar nicht witzig. Ach, ihr Langweiler. Ich esse noch meine Waffel. Und was soll ich tun? Ich will keine Fanta-Dusche. Ich trinke meine Fanta einfach aus dem Ballon. Das ist mega lecker. Hey, was schaut ihr mich so an? Hey, das ist meine Fanta. Geizhals. Dir werden wir eine Lektion erteilen. Ich habe eine Idee. 1, 2, 3. Was hast du angerichtet? Ich bin jetzt nass. Tja, beim nächsten Mal teilst du mit uns. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.